Notification gang check. We lit. Okay, Jungs, wir gucken uns Buffalo Wings, Hashtag Trap House Kitchen. Sogar schon Staffel 4, Alter. Episode 1, Money Boy. Der Boy der G, sick wie Leukämie. Wir gucken uns das an, okay? Let's get it. Ey, yo, ihr habt lang genug gewartet, dass Trap House Kitchen erscheint. Eine Kochshow frei von all dem peinlichen Scheiß, frei von peinlichem Shit, den keiner peilt und versteht, sondern mit real Trap Food, das jeder liked auf dem Plate. Brrr! 10 Bitches und ich mach sie alle drunk. 10 Kettens und ich hab sie alle. Ey, der Boy no plug, I'm cooking. Der Boy no plug, I'm cooking. 10 Bitches und ich mach sie alle drunk. Okay, okay. Oh, ey. What's poppin'? Trap House Kitchen is in bike. Back at it, wie ein Crack Addict. Season 4, let's go! Und heute gucken wir eines meiner All-Time-Favorite-Foods, Original Buffalo Wings. Aber zuallererst müssen wir den Respekt erweisen an den Squad. Notification, Gang, Check, we lit! Ja, ja, ja. Notification, Gang, wir sind lit. Ah, übrigens, das ist der neue Track von dem, ne? Mit dem Notification, Gang, ist so geil. Boy, Trap House Kitchen, wir sind bike mit dem Shit, boy. Everybody looking, everybody cooking. Buffalo Wings wurden 1964 in Buffalo, das Upstate New York, in der Anchor Bar erfunden. Wir lernen was vom Boy, Jungs. Ja. Haben dann in kurzer Zeit ihren Siegeszug quer durch die USA angetreten und mittlerweile gibt es die überall. Egal ob man bei Domino's oder Little Caesars Pizza bestellt, kann man sich gleich die Buffalo Wings dazu ordern. Bei Buffalo Wild Wings, bei Wingstop, bei Hooters, überall gibt's diese leckeren Buffalo Wings. Ey, wie ihr guckt, Alter. Ey, das ist einfach zu nice, ey. Seine Food Vlogs habe ich auch übelst gefeiert, falls ihr die mal gesehen habt. Richtig nice. Ich glaube, dazu gibt's doch auch das Video, oder? Ich glaube, das hatten wir uns, glaube ich, auch mal on-stream angeguckt. Der hat ja ganz viele Fastfood-Ketten durchprobiert in Amerika. Ich bin ein Riesenfan davon. Ein Original Buffalo Wing wird nicht im Ofen gemacht, wird nicht mariniert, sondern es wird ganz simpel gekeept. Wichtig ist, dass die Wings eine gewisse Größe haben. Straight einfach so in die Fritteuse. Wer keine Fritteuse hat, kann die Wings natürlich fryen in einem großen Topf mit reichlich Öl. Wenn ihr die Wings in einem Topf zubereitet, dann nehmt ein Thermometer und checkt, ob das Öl heiß genug ist. Wir peilen 190 Grad an, aber wir starten zuerst mal mit dem Blue Cheese Dip. Blue Cheese, Blauschimmelkäse oder auch Blue Cheese. Boah, habe ich aber noch nie gegessen, muss ich mal dazu sagen. Aber ich guck mal. Umami, 20-Euro-Scheine oder in Amerika die Blue Hunnets. Die Hunnets sind blau, Blue Cheese. Mein Name ringt Bears Schule. Die blauen 100-Dollar-Scheine, Blue Cheese. Aber wir fangen mal an mit dem Blauschimmelkäse, Blue Cheese Dip. Ich get it. Es ist gleich Zeit für den Kitchen Grip. Pass mir mal die Apron. Nice Assist wie John Stockton zu Karl Malone. Purple. Wie die Purple Sprite. Oh, eigentlich müsste ich mir die mal bestellen. Die sieht ja super sick eigentlich aus, ne? Glow-Up-Store. Giddy! Giddy! Den Blue Cheese Dip machen wir in unseren Food Processor. Das ist sehr wichtig für die Kitchen, so ein Teil. 100 Gramm Crumbled Blue Cheese. 120 Gramm Sour Cream. Wir bilden uns. Mayo, OJ Mayo. Mayo wie der NBA-Player, der ehemalige OJ Mayo. Wenn man noch Bilder einblendet, dann ein Esslöffel Buttermilk, ein Esslöffel Lemon Juice, Black Pepper und Salt. Wow, tolle Konsistenz, ein perfekter Blue Cheese Dip. So, ich adde doch noch ein paar Crumbles Blue Cheese, damit das Ganze chunkier und thicker wird. Einmal noch kurz pulsieren. And we good. Guckt euch mal diese glückliche Familie an. Mutter, Vater und die Kinder. Aber geil. Der Dad sieht irgendwie nicht so aus wie die Kids. Yo, der Swag ist... True, true rap. ...aufgedreht. Die Fritteuse wurde auch gerade aufgedreht. Und wir erhitzen das Öl jetzt auf 190 Grad. Ich habe hier wunderschöne Chicken Wings. Boah, da krieg ich gerade so Hunger, ne? Oh mein Gott. Und dieser Dip ist, glaube ich, auch ziemlich sick. Trap House Kitchen wird nur feinstes Geflügel verarbeitet. Und man sieht es schon unter dieser Frischhaltefolie, See-Through. Das ist wie bei einer Frau, die einen See-Through-Top hat oder Dessous. Man kann schon ein bisschen erahnen, was sich drunter versteckt. Und hier drunter verstecken sich Grade A
Chicken Wings. Die besten Chicken Wings, die man bekommen kann. Ich bin der Chicken Man. Ich esse das Chicken auf. Boah, yeah. Wow, der Track ist uralt, ne? Und bekomme von dem Chicken einen dicken Bauch. Jedes Chicken Wing besteht aus zwei Teilen. Und zwar aus dem Drum und aus den Flats. Chicken Wings übrigens auch sehr beliebt in Stripclubs. Boah, ich hab sogar den Song Chicken... Warte mal, ich bin gerade überlegen, den habe ich sogar mal geused, Jungs. Ich muss mal kurz Research betreiben, warte mal. Da bestellt man sich einfach ein 10-Piece oder 20-Piece Buffalo Wings oder Lemon Pepper Wings. Und manche Leute lieben nur die Flats, manche bevorzugen die Drums. Und dann ist es ganz typisch in Stripclub, dass jemand bestellt, ein cooler Rapper, Gucci Mane zum Beispiel, 10 Wings, all Flats, er will nur die Flats. Also ich bin für die Drums, safe geiler. Flat hat zwei Knochen, ein Two-Boner, Pause. Und im Drum ist nur ein Bone. Alle NBA-Fans werden es jetzt sicher mitbekommen haben. Lou Williams von den Clippers hat ja ein bisschen Trouble bekommen. Trouble outside der NBA-Bubble. Er hat die Bubble verlassen und ist abgepult in Atlanta zu Magic City. Und hat die Chicken Wings geordert. Ob er jetzt All Flats oder Drums oder Regular bestellt hat, das weiß man nicht. Aber apropos Chicken Wings, Lemon Pepper Wings sind sehr beliebt in Atlanta und haltet Ausschau nach einer zukünftigen Folge von Trap House Kitchen. Vielleicht wird man ja dann auch einmal das Rezept lernen für Lemon Pepper Wings. Das ja, ist 190 Grad erreicht und jetzt frittieren wir die Chicken Wings bei 190 Grad, circa 12 Minuten lang. Ihr seht, die Chicken Wings, da wurde nichts mariniert, kein Salt, kein Pepper, straight up Chicken Wings und die nehmen jetzt ein Bad in unserem Deep Fryer Jacuzzi für 12 Minuten bei 190 Grad. Juh. Boah, ich krieg grad so einen Hunger, das ist krank. Das ist sehr krank. Und jetzt auf allen DSPs meine neue Single, Money Boy Trap House Kitchen, überall, Apple Music, Spotify, streamt es. Guter Song. Song, kopf den Song. Trap, vielen Dank, genug gewartet, dass Trap House Kitchen erscheint. Eine Kochshow, frei von all dem peinlichen Scheiß, frei vom peinlichen Shit, den keiner peilt. Eagle Gang. Ich hab die Butter, holla nach dem Homie. Oh, ich hab die Butter. Wir melken unsere Butter. Mach mal die Kamera auf mich. Ihr wisst ja, Butter kann durch nichts ersetzt werden. Oi, oi, oi. Für unsere Buffalo Wings Sauce nehmen wir Frank's Red Hot Wings Buffalo Sauce. Ja, die ist bestimmt auch ziemlich nice. Wow, was für eine Farbe. Wow. Jetzt kommt mein favorite part. Jetzt werden die Wings getossed. Wie in Blue Flame, in Atlanta, in Magic City, in American Valley, egal wo. Wings rein in die Sauce. Okay. Let's get it. Geil, let's get it. Das ist ein Schmerz. Mehr Sauce. Aber irgendwie, ich weiß nicht, Buffalo Wings, die sehen, also ich weiß nicht, die sehen irgendwie ganz, also von der Größe normal aus, oder? Ich weiß nicht, sind die so viel größer? Ich weiß es gerade, also irgendwie, ich habe noch nicht so das Verhältnis davon. Die sehen aber eigentlich relativ normal aus, to be honest. Das ist mein favorite Hobby, die Wings in a Bowl zu tossen. Ich bin der Chicken Man, ich bin die Chick-fil-A. Denn ich hab die Birds and you know I can move a brick a day. Boy, ich cash out, ich war grad beim Damn Jeweler. Und kam raus mit einer Ice-Out-Watch von Frank Mueller. Wir sind hier umringt vom Dieben, Räubern, G's, Mördern. Ein Crack-Junkie will mich bezahlen mit seinen zwei Cheeseburgern. Ich hab
Ja, Chicken Man, das muss alt sein, das, der Song. Der ist von 2015 oder so. Damn. Ultra lit. Zu wild. Wow, 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 wow. Boah, das könnte neuer Subsound sein, Alter. Nice. Die Betonung liegt auf nice. Notification Gang, wir sind Lit Boy. Trap House Kitchen, wir sind Bike mit dem Shit Boy. Everybody looking, everybody cooking. Finger licking good, real Trap Food. Notification Gang, wir sind Lit Boy. Trap House Kitchen, wir sind Bike mit dem Shit Boy. What's up? Wow, allein optisch kann es locker mithalten mit Anchor Bar, Buffalo Wild Wings, Wingstop. What's up? Ich habe mich wieder mal selbst übertroffen in der Trap House Kitchen. Der Boy hat sich selbst übertroffen. Oh Gott, die schmecken mich. Oh Gott. Oha, das Thema ist ja sick. Crack, mit Minions. Highly addictive. Ich liebe das einfach. Jetzt taste mir ein Flat. This kid is crispy, tangy, spicy von der Buffalo Sauce. Bestes Geflügel. Bester Chicken Taste. Mm. Wenn ein Restaurant solche Buffalo Wings auf dem Menü hat, dann werden die Kunden immer wieder kommen. Und jetzt taste mir das Ganze mal mit dem Homemade Blue Cheese Dip. Was Currysbier beste wohl gibt? Ich kenne das gar nicht, glaube ich, oder? Einfach perfekt. Finger licking good. Finger licking good. Real Trap Food. Und wisst ihr, das ist mehr als nur Food. It's a vibe. Das ist aber auch jetzt ganz wild, oder? Wow, 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 wow. Die Wings sind ziemlich fly. Das ist aber neu, dass das ist. Flying directly in meinem Mouth. Hört ihr, wie crispy? Ja, ja, ich höre das. Uff, Bruder. Uff. Hä, wie viel lässt der denn da dran? Ich das Ganze runter. Man watcht das Football Game, man watcht die NBA Playoffs. Und wir sitzen dazu ein nices Coors Light. Kurs. Es mundet perfekt. Meiner Meinung nach gibt es das beste Bier in den USA. Es hat den crisp, refreshing taste. Super cold. Born in the Rockies, aus den Rocky Mountains. Importiert. Und bevor wir hier draußen sind, taste ich noch einmal einen Wing mit Buffalo, einen Wing mit Blue Cheese Dip. Ey, ihr müsst mal drauf achten, wie viel der da noch dran lässt, ne? Da siehst du noch so richtig das Fleisch, Alter, das juckt das gar nicht. Kranker Motherfucker. Guck mal, wie viel der noch dran hängt, Alter. Einfach noch um die Hälfte dran. Um mich mal zu vergewissern. Was? Von diesem Hammer Taste. Das war Trap. Wenn ich die Dinger esse, diese Flat-Teile, ich reiß sie immer so auseinander und dann, also dass da halt gar nichts mehr dran ist. Trap House Kitchen wie? Season 4 Episode 1. Das war's von mir, das war's von hier. Bis zum nächsten Mal. Swag. Swag Boy, wir haben viel gelernt, Sehr gutes Video. Buffalo Kings, oder? Buffalo Kings. Ich muss in die Slot, Alter. Buffalo Wings. Sehr gut. I like it. Gang, wir sind Lit Boy. Trap House Kitchen, wir sind Bike mit dem Shit Boy. Everybody looking, everybody cooking. Finger licking good, real Trap Food.